Egal ob chillige Serienstreams über Netflix genießen, Freunde und Familie in der Facebook-App stalken oder sich in Gears of War 4 brachiale Gefechte liefern. Der Windows Store bietet euch tausende Spiele und Apps für das aktuelle Microsoft-Betriebssystem. Ein Anreiz, sich den Shop mal genauer anzuschauen, stellt das seit kurzem erhältliche Forza Motorsport 6 Apex dar. Der Racer steht als kostenloser Download im Windows Store bereit und punktet dank 4K-Auflösung und DirectX 12-Unterstützung mit toller Optik. Wie ihr euch den Gratistitel für Windows 10 holt, zeigen wir euch in diesem Video. Darüber hinaus geben wir euch noch ein paar nützliche Tipps und Tricks zum Microsoft Store. Damit möglichst viele Spieler den Windows Store nutzen, braucht es vor allem eines: gute Spiele. Auf der Xbox zählt die Forza-Reihe seit über 10 Jahren zu den besten Vertretern des Genres. Mit Forza Motorsport 6 Apex feiert die Marke ihr Debüt auf dem PC, allerdings nicht als 1:1-Portierung, sondern als Free-to-Play-Spiel in 4K-Auflösung und mit DirectX 12-Unterstützung. Ein paar Abstriche müssen PC-Spieler allerdings machen. So bietet die kostenlose Fassung nicht den kompletten Fuhrpark, auch die Streckenauswahl wurde reduziert. Dennoch schafft es der Titel zu überzeugen. Um euch Forza Motorsport 6 Apex zu sichern, braucht ihr lediglich einen PC mit Windows 10 Betriebssystem. Öffnet einfach den Windows Store, sucht nach dem Titel und ladet ihn kostenlos herunter. Nach der Installation könnt ihr sofort loslegen und euch auf über 20 Strecken austoben. Für ein wachsendes Angebot an Titeln im Windows Store hat Microsoft schon gesorgt. Aktuelle Spiele wie Gears of War 4 und das hier gezeigte ReCore sind bereits im Windows 10 Shop zu finden. In Zukunft stehen mit Crackdown 3, Halo Wars 2 und Sea of Thieves schon weitere Exklusivtitel in den Startlöchern. Auch für Microsofts Cross-Buy-Feature benötigt ihr den Windows Store. Beim Kauf eines digitalen Xbox Play Anywhere-Titels könnt ihr das Spiel sowohl auf Xbox One als auch auf Windows 10 PC spielen, ohne zusätzliche Kosten. Dieses Feature haben wir euch bereits in einem eigenständigen Video am Beispiel von Gears of War 4 vorgestellt. Wie bereits erwähnt, profitieren physische Kopien von Spielen, also im Laden gekaufte Discs, nicht von Play Anywhere. Vor allem PC-Spieler sollten sich daher schnell mit dem Windows Store vertraut machen, um Titel in den besten Grafikeinstellungen auf dem Rechner spielen zu können. Für Spielekäufe akzeptiert der Store gängige Zahlungsoptionen wie PayPal oder Kreditkarte. Auch Guthabenkarten werden unterstützt. Diese löst ihr über euren Microsoft-Account ein. Klickt dazu im Store auf den Avatar oben rechts, über den Link Code einlösen, tragt ihr die auf der Karte abgedruckte Zeichenfolge ein. Das Guthaben bekommt ihr direkt auf euren Account gutgeschrieben. Wer Spiele lieber im Original als in der deutschen Synchro genießt, der kann über einen kleinen Trick die Sprache seiner Windows Store Titel umstellen. Das ist hilfreich, denn im Gegensatz zu anderen Plattformen wie Steam bestimmt beim Microsoft Store das Betriebssystem die Sprach- und Textausgabe von Spielen. Klickt in Windows 10 auf das Startmenü und anschließend auf Einstellungen. Wählt im sich öffnenden Menü die Option Zeit und Sprache aus und klickt dann auf Region und Sprache. Über das Menü Sprache hinzufügen sucht ihr Englisch und setzt es als Standard fest. Das deutsche Tastaturlayout bestimmt ihr über Tastatur hinzufügen. Habt ihr alles eingerichtet, bekommt ihr in der Taskleiste rechts unten nun ein Symbol angezeigt, womit ihr die Sprache per Mausklick ändert. Stellt sie auf Englisch, um beispielsweise den Originalton beim Spielen von Gears of War 4 zu hören. Sollte sich der Windows Store mal nicht öffnen lassen oder eine Fehlermeldung anzeigen, hilft womöglich ein kleines Windows 10 Standardprogramm. Um das Tool zu starten, gebt ihr zunächst WS Reset in die Suchleiste ein. Öffnet das Programm mit einem Klick. Wartet anschließend so lange, bis sich das Konsolenfenster wieder schließt. Das Programm setzt im Hintergrund diverse Einstellungen für den Windows Store zurück. Der Online-Shop sollte anschließend wieder problemlos ausführbar sein. Wir hoffen, unsere Tipps haben euch ein bisschen geholfen und wünschen viel Spaß beim Spielen. Habt ihr noch Fragen zum Microsoft Store? Dann stellt sie uns in den Kommentaren unter diesem Video.